Als Notfallsanitäter beurteilen wir den Gesundheitszustand von erkrankten und verletzten Personen und führen die medizinische Erstversorgung durch. Wir überwachen die lebenswichtigen Körperfunktionen und betreuen die Patienten während der Fahrt ins Krankenhaus. Nach der Übergabe in die weiterführende medizinische Versorgung stellen wir die Einsatzfähigkeit unseres Fahrzeuges wieder her. Und nicht zu vergessen, zu jedem Einsatz wird auch ein Einsatzbericht geschrieben. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter dauert 3 Jahre. Sie umfasst den theoretischen und praktischen Unterricht an der Berufsfachschule. Die Ausbildung ist sehr praxisnah. Daher durchlaufen wir zwischendurch auch verschiedene praktische Ausbildungsblöcke an den Rettungswachen. Praktika auf verschiedenen Krankenhausstationen gehören ebenfalls zu unserer Ausbildung dazu. Wenn ihr hier rein wollt, müsst ihr mit der Ausbildung anfangen. Die Notfallversorgung sowie der umsichtige Umgang mit Angehörigen und Betroffenen gehört zu den vielschichtigen und kompetenzfordernden Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst. In Notfallsituationen trägt der Rettungsdienst eine große Verantwortung für Leben und Gesundheit der Patienten. Diese Konfrontation mit schweren Erkrankungen, Verletzungen und dem Tod setzt eine große psychische und körperliche Belastbarkeit voraus. Am Einsatzort, aber auch während der Beförderung in Krankenhäuser, geschehen immer wieder unvorhergesehene Ereignisse. Auch in hektischen Situationen müssen Rettungsdienstmitarbeiter in der Lage sein, ihre medizinischen Fachkenntnisse abzurufen und ein Gespür für ihre Patienten entwickeln. Es wird nie langweilig, denn jeder Einsatz ist anders.